Freunde, ist wieder euer Todde. Ich habe jetzt mal das Mike verbunden. Also das Mike hat auf jeden Fall mal ein ganz cooles Feature. Du schaltest es hier unten an und da oben aus. Länger drauf drücken. Power off. Zack. Disconnected. Aus ist es. Hat also, du kannst also jetzt nicht, wenn du hier irgendwas drückst, das Mic automatisch. Oh, warte mal. Dein Radio bedienst dich bitte. Na, das ist wieder der Bronco mit dem Bariton. Ja, also du kannst die, wie schon gesagt, nicht automatisch ausschalten, dieses Mic. Also es geht hier an und da oben aus. Das heißt, ich mach's jetzt mal wieder an. Power on. Zack. So, jetzt verbindet sich das automatisch und jetzt hören wir über den Lautsprecher die Modulation. Ja, also sehr gut durchdacht, das ganze Ding. Hier oben haben wir, wie schon gesagt, Plus und Minus Lautstärke. Und hier an der Seite können wir jetzt mit den Kanälen umschalten. Guckt mal hier. Ich schalte jetzt mal hier um. Zack, habt ihr gesehen? So, und genauso kannst du das hier in dem CB-Modus machen. Da kannst du praktisch die Kanäle hier oben schalten. Seht ihr das? So, wenn ich jetzt zum Beispiel manuell funke, drücke ich hier oben rauf, verfärbt sich der Ring. Also das ist jetzt der manuelle Modus. Ansonsten drücke ich hier unten rauf, geht die PTT. Ja, allerdings hört ihr dann beide. Das heißt, wenn ihr manuell funkt, müsstet ihr eigentlich jetzt momentan auf Mute gehen. Dann ist dieses Gerät deaktiviert, ihr hört hier nichts und dann könnt ihr analog funken. Ansonsten schaltet er hier ein, dann hört er im Lautsprecher die Modulation von der App und im Lautsprecher vom Funkgerät die Modulation vom Funkgerät. Ja, Bluetooth hat das Ding auch, das heißt, wenn ein Gespräch ankommt, könnt ihr durch diese Taste annehmen und durch diese Taste wieder auflegen, das Gespräch. Ist vielleicht sehr interessant zu wissen. Ansonsten mit dieser LED sieht schon lustig aus. Ja, kann er mal jetzt nochmal den Lautsprecher hier anmachen, damit er mal die Modulation hört. So. Jetzt quatscht wieder keiner. Oh, liebe Leute, ich melde mich schnell raus. Ich muss schnell zum Posten, zum Einkaufen. Ich melde mich nachher nochmal. Also sehr guter Lautsprecher. Dann, Federico, dann ist bei dir irgendwo eine Staumeldung. Ein hier ist so eine Schnecke hinten drinne, die das Volumen nochmal erhöht. Da und da ist hier unten der Bass, seht ihr das Loch? Dadurch hört sich das sehr volumig an. Ja, vielleicht erklärt es. Ja, so sieht es jedenfalls aus. Okay, jetzt wisst ihr erstmal Bescheid, wie das Mic so funktioniert. Ganz einfache Bedienung, wie schon gesagt. Über die App möglich. Die beiden Tasten gehen noch nicht. CB-App und Round-Off geht auch noch nicht. Das kommt wahrscheinlich dann mit dem nächsten Update. Ja, so sieht's aus. Also wie schon gesagt, sehr wertig. Kann man nichts sagen. Wirklich, liegt gut in der Hand. Hat über 300 Gramm, bin ich der Meinung. Hab's immer noch nicht gewogen. Gut, jetzt wisst ihr erstmal Bescheid. Als nächstes machen wir dann den Analog-Test. Ja.